Ihr habt mir ganz viele Fragen geschickt zur neuen digitalen Krankenversicherung von Otto Nova und ich habe mir einfach gedacht, ich fliege einfach mal hin und stelle die Fragen direkt an den Gründer von Otto Nova. Der sitzt heute neben mir, das heißt alle Fragen rund ums Thema Otto Nova und deren neue privaten Krankenversicherung werden wir in diesem Video besprechen. Ganz viel Spaß dabei. Servus und hallo bei Versicherungen mit Kopf. Erst verstehen, dann versichern. Mein Name ist Bastian und wie ihr schon im Intro gesehen habt, bin ich heute nicht alleine. Hier sitzt jemand neben mir, der hat einfach mal so eine neue private Krankenversicherung ins Leben gerufen. Und ich möchte jetzt gar nicht viel mehr von meiner Seite erzählen, sondern möchte einfach meinen Gesprächspartner hier zu Wort kommen lassen. Wer bist du überhaupt, ja? Und was treibt dir hier bei Otto Nova? Ja. Ich bin Mediziner von der Ausbildung her. Ich habe mal ein MBA gemacht, war mal bei McKinsey und habe mal auch Krankenversicherungen beraten. Mhm. Habe dann einmal ein Startup gegründet, eine Dienstleistung für Krankenversicherungen, wo wir Versicherte beraten haben, chronisch kranke Patienten gesteuert haben, unterstützt haben. Habe das an die DKV verkauft seinerzeit, bin dann wieder in die Beratung zurückgegangen und habe jetzt nach einiger Zeit die Idee auf den Weg gebracht, eine digitale Krankenversicherung ganz neu zu gründen, damit man eigentlich all die guten, innovativen Sachen, die man machen möchte, auch mal machen kann. Sehr cool. Dein Name gerade noch kurz, der ist untergegangen, damit die Leute auch wissen. Also, ja. Ja, genau. Heißt natürlich Roman Rittweger. Roman Rittweger, genau. Ich habe viele Fragen mitgebracht, die ihr mir ja auch geschickt habt, per E-Mail, auf Facebook, Instagram. Und viele davon kann ich halt einfach nicht selbst beantworten, weil ich es nicht weiß. Und deswegen sitzen wir heute halt auch zusammen. Und Otto Nova war so freundlich, mich hier ja mal reinzulassen, dass ich all diese Fragen stellen kann. Und ich fange jetzt einfach mal ganz oben an. Eine Frage, die natürlich auch mich brennend interessiert. Was steckt hinter Otto Nova? Was ist eure Motivation gewesen? Ich meine, Krankenversicherer gibt es ja jetzt schon einige. Warum jetzt noch eine? Was macht ihr anders? Und was bedeutet der Name Otto Nova überhaupt? Fangen wir an, was er bedeutet. Otto Nova, der Gründer der Krankenversicherung in Deutschland war ja Otto von Bismarck, mhm. 1883. Und manchmal fühlt sich das immer noch so an, als wären die Versicherungen aus dieser Zeit. Und wir wollen die Versicherungen eigentlich in die neue Zeit bringen. Wir wollen eigentlich dieselbe Servicequalität, die wir selber gewöhnt sind von Apple, von Amazon, eigentlich auch in die Krankenversicherung bringen und deswegen nicht nur Otto, sondern Otto Nova, mhm. ja, sondern der, sozusagen die aktualisierte Variante Bismarck 2.0. Okay, alles klar. Ja, Digitalisierung bin ich auch selbst ein Fan davon und ihr sagt, ihr seid eine digitale Krankenversicherung, ich glaube sogar die erste digitale Krankenversicherung, so steht es auch irgendwo auf eurer Webseite. Was macht eine digitale Krankenversicherung jetzt eigentlich aus? Was ist bei euch jetzt digital, was jetzt vielleicht bei anderen privaten Krankenversicherern nicht digital ist? Ja. Bei uns ist eigentlich alles digital, von der Kundengewinnung, also ich kann meinen Vertrag digital mir anschauen und abschließen, bis hin zu dem Kundenkontakt, wo ich über meine App asynchron chatten kann mit der Krankenversicherung, bis hin zu der Leistungseinreichung, die ich einfach abfotografiere und dann innerhalb von einem Tag mein Geld erstattet bekomme. Innerhalb von einem Tag? Ja. Okay. Das ist das, was digital ist. Im Kern ist aber das Digitale gar nicht das Wichtigste aus meiner Sicht. Ich würde sagen, wir sind eine Krankenversicherung, die digitale Tools nutzt, um möglichst kundenzentriert zu sein. Die Kundenzufriedenheit ist eigentlich das Wichtigste für uns. Und da haben wir den riesen Vorteil gegenüber den Bestehenden, dass wir nicht auf der alten Technologie sitzen, auf alten Prozessen und auf eingespielten Mitarbeitern, sondern dass wir das ganz neu auf der grünen Wiese bauen konnten. Okay. Vielleicht einmal kurz eine Anschlussfrage. Vorteil definitiv, ja, dass man das Ganze neu aufsetzen kann und nicht irgendwie vorbelastet ist vielleicht. Aber ist ja auch eine große Herausforderung. Wir sprechen ja immer von der Krankenkasse. Ja? Also, und viele davon gibt es ja schon Jahrzehnte. Ja? Und jetzt in so einen Markt reinzugehen, ist ja schon eine Herausforderung. Absolut. Man braucht dazu sehr viel Geld. Mhm. Man braucht extrem gute Leute, sehr viele verschiedene gute Leute. Und man braucht auch im Prinzip andere, die hinter einem stehen. In unserem Fall zum Beispiel die DBK, die sich an uns beteiligt hat.
Und dann mit kann man eigentlich erst die BaFin überzeugen, die als Institution ja darüber wacht, dass alle Kunden in Deutschland von Versicherungen und Banken gut behandelt werden. Und nur dann kann man die BaFin überzeugen, dass sie einen zulässt, weil die BaFin darüber wacht, dass jede Versicherung ganz ewig letztlich existiert, damit sie auch noch da ist, wenn ich im Alter dann die Leistungen brauche. Richtig, das ist ja so das Wichtigste überhaupt. Jetzt ist es so, ich habe natürlich auch mal ein bisschen rumgespielt mit euren Tarifen. Ihr habt ja zwei Tarife aktuell. Wenn man das jetzt einfach nur mal, sag ich mal, nur mal vom Preis betrachtet, ja, und vielleicht jetzt noch andere Versicherer hernimmt, die in einer ähnlichen Leistungskategorie sind, seid ihr schon tendenziell ein bisschen teurer als andere private Krankenversicherer. Wie ist das einzuordnen? Hat es da vielleicht auch einen speziellen Grund? Kalkuliert ihr anders? Also wir kalkulieren extrem sicher, das hat dazu uns die BaFin gezwungen. Wir rechnen mit einem viel niedrigeren Rechnungszins als die anderen. Das heißt, wir haben tatsächlich eine eingebaute Garantie, dass unsere Preise nicht sehr stark steigen werden. Okay. Das ja. Ich würde allerdings sagen, dass wenn man das wirklich mit Versicherungen mit demselben Leistungsspektrum vergleicht, wir nicht unbedingt teurer sind. Tatsächlich gibt es aber einige Billigtarife im Markt, wo sehr stark abgespeckt wurde, und die sind sicherlich günstiger als wir. Ja, klar. Ne? Preis ist das, was du bezahlst, Leistung ist das, was du bekommst am Ende. Und bei einer privaten Krankenversicherung, das ist ein riesen Leistungsspektrum. Das sind ja ambulant, Zahn, stationär, und dann gibt es noch die einzelnen Unterpunkte. Das solltet ihr halt vor allem auch mal genau hinschauen, ja, bevor ihr sowas abschließt, natürlich nicht nur auf den Preis achten. Aber das wisst ihr natürlich schon, wenn ihr meine anderen Videos gesehen habt zur privaten Krankenversicherung. DBK, du hast es gerade schon erwähnt, da habe ich ja meine Ausbildung damals gemacht, von 2007 bis 2010. Die sind bei euch beteiligt. Sind die dann eher so im Hintergrund oder haben die da auch irgendwie einen gewissen Einfluss auf euch, was das angeht? Oder zieht ihr euch Know-how? Das ist ja der größte private Krankenversicherer in Deutschland. Also es hilft uns sicherlich auch, also man kann auch das eine oder andere lernen von der DBK. Die DBK lernt auch das eine oder andere von uns, weil wir natürlich diesen neuen, modernen Online-Kanal besetzen. Ja. Und frech gesagt, die DBK beherrscht den Offline-Kanal am allerbesten, sind der überzeugende Marktführer in der PKV, und wir beherrschen den Online-Kanal am allerbesten. Ja, also sorry, DBK, ich kann mich noch erinnern, als ich in der Ausbildung war, die übrigens klasse war. Also diese Ausbildung, man tauscht sich auch in der Berufsschule aus, die Ausbildung war wirklich klasse. Aber von Digitalisierung war da halt nicht viel dabei. Damals, klar, war jetzt auch nochmal 10 Jahre in der Zukunft zurück, aber auch sonst. Das heißt, das ist eine sinnvolle Partnerschaft. Der eine kann vom anderen lernen, so wie so eine Symbiose, ja? Ja, so das auch. Okay. Noch jemand, der von Otto Nova ja ein bisschen schwärmt, was man auf YouTube sehen kann, Videos sieht oder vielleicht ab und zu mal auf Instagram, ist der Frank Thelen. Ja? Den kennt man ja auch, Höhle der Löwen, Investor, hat selbst viele Startups etc. Ist er nur Fan von euch oder ist er auch irgendwo involviert? Er ist indirekt investiert. Es gibt einen Venture Capitalist, Business to Ventures, B2B, die bei uns investiert sind, und die wiederum holen ihr Geld von Business Angels, und da ist der Frank Thelen. Da ist er mit dabei. Gleichzeitig ist er mit einem meiner Co-Gründer, mit dem Sebastian Scherer, recht gut befreundet. Also von daher gibt es sowohl persönliche Beziehungen als auch ist er indirekt bei uns investiert. Okay, da müssen wir nachher vielleicht nochmal sprechen. Vielleicht kriege ich den ja auch mal irgendwann mal zum Interview. Ist ja auch ein sehr interessanter Mensch, ja, mit seinen ganzen Investitionen, vor allem im Bereich Digitalisierung. Ja. Wenn wir jetzt mal drüber sprechen, was jetzt Otto Nova besser kann als alle anderen privaten Krankenversicherer, die es jetzt am Markt gibt. Gibt es da also ein USP, wo er sagt, das ist etwas, das können nur wir, das können andere nicht? Gibt es vielleicht sogar mehrere? Es gibt mehrere. Das erste, was mir sofort einfällt, ist der NPS, der Net Promoter Score, der Gradmesser der Kundenzufriedenheit. Das habe ich schon mal gehört auf einer Messe, wo ich vor kurzem war. Da wird mir das erklärt. Das ist relativ kompliziert. Das ist relativ einfach. Es ist eigentlich nicht so kompliziert, wie es manchmal gemacht wird. Im Kern fragen wir die Kunden, würdest du Otto Nova deinen Freunden und Bekannten empfehlen? Auf einer Skala von 0 bis 10. Und alle, die 9 oder 10 angeben, die werden gezählt. Ja. Und 92% unserer Kunden haben 9 oder 10 angegeben. Okay. Das ist natürlich ein sehr beeindruckendes Kreuz. Ich kenne nur eine Firma, die besser ist auf der Welt, das ist Tesla, die haben 96. Und ansonsten die
Krankenversicherer sind meistens unter 50. Ja, ich glaube, die Ticker hat 35. Also das ist wirklich ein extrem guter Wert. Also wir haben fast eine Fanbase, würde ich sagen. Okay. Aber warum haben wir die? Das ist natürlich die Frage. Was finden die toll? Was momentan am besten gefällt, ist unser asynchroner Chat. Ja, also wenn ich mit meiner Krankenversicherung sprechen will, wird diese Leistung erstattet. Was ist denn mit der Rechnung? Oder ich habe jetzt ein gesundheitliches Problem? Oder was ist dieses Thema eigentlich? Oder ich bin im Ausland, brauche einen Zahnarzt. Ist man ja sonst immer, sagt man, okay, wo ist meine Karte, wo rufe ich da jetzt an, welche Nummer, da muss man sich durchtelefonieren. Es gibt oft Unterstützung bei den Krankenversicherungen, aber sie ist schwer zu finden. Und bei uns funktioniert das einfach über diesen asynchronen Chat, der, ich sag mal, ist wie die Chatfunktion, die man auch sonst kennt, nur dass der Server bei uns in Deutschland steht und die Gesundheitsdaten dementsprechend nicht in andere Länder, in andere Hände geraten. Und ich habe alle Antworten auch schriftlich dokumentiert sofort. Und wir über diesen Chat leiten wir dann an die richtige Stelle weiter, sei es an einen Videoarzt, also man kann per Arzt sich krank schreiben lassen oder ein Rezept erhalten. Und diese digitalen Services sind eigentlich die Versicherten wirklich interessieren. Interessanterweise ist auch ein weiterer Faktor, was die Leute wirklich begeistert, diese Tatsache, ich reiche meine Rechnung ein und habe es am nächsten Tag auf dem Konto. Ja, das ist natürlich eine feine Geschichte. Ist auch eine der Fragen, die ich immer gestellt bekomme. Ja, wie ist das denn, wenn ich eine Rechnung habe von mehreren tausend Euro, die ich vielleicht jetzt einfach mal nicht von meinem Girokonto überweisen kann? Ja, wie läuft das denn? Wie schnell leistet denn der Versicherer? Das ist natürlich für den Kunden maximaler Nutzen, wenn er das Geld einen Tag später tatsächlich hat. Thema mit den Beiträgen. Also wenn es eine Frage gibt, die immer gestellt wird, wenn ich eine Beratung habe zum Thema private Krankenversicherung, ist, wie sieht es aus mit den Beiträgen? Vor allem, wie sieht es aus mit den Beiträgen im Alter? Wir haben ja hier in Deutschland eine sehr angenehme Medienlandschaft, die uns ja unterstützt, das alles zu erklären, wie es wirklich ist. Ja? Leider ist das Gegenteil der Fall. Ja, das war Sarkasmus. Dann kommt mal wieder irgendein neuer Fachbericht, ja, irgendeine Diskussion und sonst was und alle Menschen sind wieder verunsichert. Ja. Private Krankenversicherung im Alter kannst du das eh nicht mehr bezahlen. Wie steht ihr da? Wie habt ihr dieses Thema aufbereitet? Ja. Es gibt, glaube ich, eine generelle Logik dazu, darauf hast du auch angespielt, dass eigentlich die private Krankenversicherung sehr sauber fürs Alter finanziert ist und dass, wenn ich nicht total pleite gehe, ich mir das auch immer leisten kann. Wenn ich pleite gehe, komme ich dann eh wieder in die GKV zurück. Aber ganz spezifisch wollen wir auch, dass unser Tarif in Zukunft immer günstig bleibt. Da haben wir ein paar Themen dazu. Das erste ist, der niedrige Rechnungszins, mit dem wir rechnen, bedeutet, dass wir auch lange Zeit stabil bleiben. Das zweite ist, dass wir sehr kritisch sind bei der Aufnahme von Neuversicherten. Also die einzigen negativen Google Reviews, die du über uns finden kannst, sind irgendwelche Versicherten, die Krankheiten hatten, die wir nicht aufgenommen haben. Also wenn wir in der Diskothek wären, würde ich sagen, wir haben eine harte Tür. Ja. Das ist wichtig, weil nur dann kann der Tarif auch stabil bleiben. Und der dritte Punkt ist, dass wir, indem wir ganz enge Beziehungen zu unseren Versicherten haben, auch über die App immer eng mit ihnen kommunizieren, wir auch in Zukunft es schaffen, dass wir dem Versicherten auch dann helfen können, wenn er teurere Leistungen hat. Also mein Beispiel ist immer, wenn ich dann mal irgendwann ein neues Kniegelenk brauche, ja, dann will ich eigentlich mit dem Versicherten in engen Kontakt stehen, dass ich ihnen dann auch helfen kann, in die richtige Klinik zu gehen, wo ein Kniegelenk nicht nochmal operiert werden muss und nachoperiert werden muss, wo wir dann vielleicht auch schon einen guten Preis ausgemacht haben. Diese Möglichkeit, im engen Kontakt mit dem Versicherten zu stehen und zu steuern, die ist dann ganz wichtig, dass der Tarif langfristig günstig bleibt. Da gibt es ein Unterthema davon, das ist unser prozentualer Selbstbehalt. Wenn ich schaffe, dass alle Versicherten motiviert sind, dass sie nicht viel Geld ausgeben, dann schaffe ich das auch und das schaffe ich am besten über prozentualen Selbstbehalt. Das heißt, die ersten 5.000 Euro, die ich jedes Jahr ausgebe, zahle ich 10% selber. Das heißt, ich gehe trotzdem zum Arzt, wenn ich jetzt einen Fleck auf meiner Haut sehe und denke, könnte das Hautkrebs sein, da warte ich jetzt nicht bis zum nächsten Jahr wie bei den alten Verträgen, ja, sondern gehe sofort hin. Aber ich weiß halt, von den 150 Euro muss ich 15 Euro selber zahlen. Das heißt, ich achte aber auch auf jede Rechnung, weil ich überall 10% mitzahle. Und dadurch schaffe ich es eben, dass alle Versicherten auch auf die Kosten achten. Das ist ein weiterer Faktor. Und das alles zusammen, damit kann man eigentlich sagen, das bleibt ein günstiger Tarif auch in langer Zeit. Und
gleichzeitig achten wir natürlich auf unsere Kosten, die wir als digitaler Spieler nicht so in dem Maße haben wie die alten. Das ist wohl richtig. Drei Fragen, die Sie jetzt gerade hier gegeben haben. Ich hoffe, ich kriege es jetzt alle zusammen. Erst nochmal Stichwort, ihr habt eine harte Tür. Es kommt nicht jeder rein. Bedeutet das jetzt im Umkehrschluss, wenn man zu euch möchte, muss man wirklich topfit gesund sein? Oder gibt es auch Fälle, wo ich sage, okay, Otonova hat mich genommen, jeder andere hätte mich nicht genommen oder so? Oder wie ist da eure... Also wenn mich jeder andere mich nicht genommen hätte, dann wird Otonova mich nicht gesehen. Was sein kann, was weiß ich, ich habe jetzt eine Allergie und einen leichten Bluthochdruck, dann wird Otonova einfach sagen, wir nehmen dich, aber nur mit einem gewissen Aufschlag. Weil dann zahle ich einfach 20-30% mehr, je nachdem, das hängt davon ab. Und mit dieser Mehrleistung bin ich dann aber auch voll dabei. Ja. Das muss ich mir dann halt überlegen, aber es gibt auch, haben wir auch einen gewissen Anteil der Versicherten, der hat da bestimmte Themen und dann zahlt er etwas mehr, aber ich weiß ja auch, ich kriege ja auch mehr, weil ich bin ja kann, ich werde diese Leistung ja auch in Anspruch nehmen. Okay, alles klar. Zweite Frage, Thema Beitragsrückerstattung. Gibt es das überhaupt bei euch? Weil das ist ja so, so ein, dieses, wie soll ich sagen, dieses Bonbon, was man manchmal hat in der privaten Krankenversicherung. Man war ein, für alle, die das jetzt nicht wissen, du warst jetzt vielleicht mal ein komplettes Kalenderjahr nicht beim Arzt, dir ging es gut, du warst topfit. Und dann belohnt das der private Krankenversicherer, indem er sagt, du kriegst jetzt einen Teil deiner Beiträge zurück am Jahresende. Gibt es das bei Otonova auch? Wir haben eine erfolgsabhängige Beitragsrückerstattung geplant. Nüchtern betrachtet muss dazu erstmal der Erfolg eintreten. Das heißt, wir müssen noch ein paar Jahre alt sein, dass wir den auszahlen. Ich würde aber auch sagen, das sollte nicht das Hauptkriterium bei der Auswahl meines Versicherungsvertrags sein. Den meisten Leuten ist es am wichtigsten, dass der Vertrag langfristig stabil bleibt im Preis. Was habe ich davon, wenn ich mir als 28-Jähriger in den ersten drei Jahren viel Geld zurückkriege, sozusagen frech gesagt, dann meine Porsche-Leasingrate davon zahle und im Alter ist der Tarif so teuer, dass ich Probleme damit habe. Das heißt, es ist also viel schlauer, diese erfolgsabhängigen Beitragsrückerstattungen, die wir dann machen können, auch an bestimmte Leistungsthemen zu hängen und an Motivation von Versicherten und nicht nur einfach blind zurückzahlen an die Jungen, die noch keine Leistungen in Anspruch nehmen. Genau, nee, bin ich voll bei dir. Darf nie das alleinige Entscheidungskriterium sein, auch wenn es natürlich ein schönes nice to have ist, wenn dann einfach mal was zurückkommt. Und ich sage meinen Leuten dann zum Beispiel auch immer, gib es nicht aus oder denk nicht, dass du damit rechnen kannst, vor allem viele rechnen damit und haben schon im Kopf, damit mache ich dann meinen nächsten Mannurlaub, finanziere ich damit oder so. Und dann geht man vielleicht nicht zum Arzt, wo man vielleicht zum Arzt hätte gehen sollen und dann geht die Geschichte vielleicht am Ende böse aus. Deswegen darf das hier keine Motivation sein. Und die dritte Frage, ich kriege sie doch noch alle drei zusammen. Ihr seid jetzt wie lange am Markt? Seit eineinhalb Jahren. Seit eineinhalb Jahren. Kannst du mal drüber sprechen, wie viele Kunden ihr hier aktuell habt, seitdem, wie viele Kunden ihr gewonnen habt? Wir geben keine aktuellen Zahlen raus, das machen wir nur einmal im Jahr. Ja. Aber wir sind jetzt mehrere hundert Kunden in der Vollversicherung. Ja. Werden über die nächsten Jahre dann Tausende werden und dann Zehntausende und dann haben wir auch unseren Break-Even schon erreicht, wobei wir sicherlich trotzdem weiter wachsen werden. Okay, das heißt, ihr habt jetzt noch so die nächsten Jahre, wo ihr sagt, okay, da müssen wir jetzt halt noch auch viele Kunden gewinnen, dass das ganze System zu einem System wird, dass ich halt irgendwo direkt dafür haben wir auch viel Geld eingesammelt, dass wir da aushalten. Gleichzeitig können wir einen Teil unserer Software auch an andere Versicherungskonzerne verkaufen. Das hilft uns auch nochmal, unsere Reichweite zu verlängern. Von daher geht es uns eigentlich ganz gut, selbst wenn das Wachstum auf der Kundenseite erstmal in Schwung kommen muss. Ja, okay, gut. Das ist ja bei jedem neuen Unternehmen irgendwo ganz normal. Eine Frage, die sich jetzt wahrscheinlich hier anschließt, ist vielleicht auch die wichtigste Frage, die sich auch die Zuschauer stellen. Ich wünsche euch natürlich nur das Beste, dass das alles läuft, ohne Ende, viele zufriedene Kunden. Aber jetzt mal gesetzt den Fall, es wird wirklich passieren. Otonova geht in zwei Jahren in die Insolvenz, hat alles nicht hingehauen. Was passiert mit den Leuten, die jetzt bei euch privat krankenversichert sind? Weil ich habe da jetzt verschiedene Szenarien im Kopf, aber das kannst du wahrscheinlich am besten beantworten. Was würde da mit so einem Versicherten passieren? Wir sind erstaunlich sicher. Falls das Geschäftsmodell tatsächlich überhaupt nicht funktionieren sollte, wir würden wahrscheinlich nie in die Insolvenz gehen, sondern davor würde die BaFin sich schon darum kümmern. Ja, wir würden der BaFin melden, wir schaffen es nicht. Dann gibt es eine Auffanggesellschaft der privaten Krankenversicherer, Medicator, aber auch die wurde noch nie genutzt.
Weil davor ist eigentlich immer schon das Thema gewesen, dass andere PKVen dann das übernehmen. Du hast ja selber gesagt, du kannst dich erinnern, dass die DBK nicht besonders viel auf der digitalen Seite hatte. Kann man sich ja vorstellen, dass das, was wir da digital haben, ganz interessant ist. Auch andere Krankenversicher sind immer interessiert gewesen, sich bei uns zu beteiligen. Das heißt, im Kern würde die Firma dann einfach verkauft werden und der Tarif würde unter einem anderen Versicherer genauso weiterlaufen, wie er ist, auch mit denselben Bedingungen. Okay, weil viele haben mit Sicherheit die Angst gehabt, dann stehe ich auf einmal da, ohne private Krankenversicherung, ich habe rausgeschmissen, ich war jetzt vielleicht 3 Jahre dabei, jetzt kamen neue Leiden mit dazu, ich kriege nie wieder irgendwo einen anderen privaten Krankenversicherung. Genau, kann man verstehen, aber es ist tatsächlich so, sonst muss man bei Startups schon aufpassen, weil die müssen nicht unbedingt gesichert, dass die dann nachher noch da sind. Aber richtig. Ein von der BaFin zugelassenes Startup, an dem auch andere Krankenversicherer beteiligt sind, muss man ganz nüchtern sagen, we are here to stay. Okay, das heißt, gut, das sind auch ganz andere, ja, wie soll ich sagen, Mechanismen am Werk, im Hintergrund, die dafür Sorge tragen, dass halt der Kunde am Ende nicht irgendwie auf einmal, wie soll ich sagen, mal blöd dasteht. Genau. Ja. Okay, weil ich bin ja auch jemand, der sagt Startups, also ich finde es klasse, ja, aber manchmal muss man halt, vor allem wenn es irgendwie auch um was Langfristiges geht, schon ein bisschen genauer hingucken. Die meisten Kunden machen es auch, also zumindest meine Zuschauer, die wollen dann wissen, okay, wie sieht es denn aus wie sieht auch der Worst Case aus? Ja. Ist absolut richtig, und im Worst Case landet man bei einer großen deutschen privaten Krankenversicherung. Okay. Aber in dem Tarif, den wir geschaffen haben, so wie er jetzt ist, mit den Serviceleistungen dahinter. Alles klar. Gut, dann hoffe ich mal, die Frage konnte auf alle Fälle beantwortet werden. Ich habe es vorhin gesagt, ihr habt 2 Tarife. Ihr habt einmal den Business-Tarif und den First-Class-Tarif. Wird es dabei bleiben? Habt ihr vor, noch weitere Tarife irgendwie mit reinzunehmen? Wie sieht das Thema aus? Wir haben insgesamt vor, eine einfache und transparente Tariflandschaft zu behalten, aber wird sicherlich über die nächsten Jahre noch die eine oder andere Ergänzung dazukommen. Okay. Ja. Okay. Weil Leute fragen sich wahrscheinlich dann auch, okay, vielleicht gibt es auch mal, ja, du hast vorhin gesagt, Billigtarif, das klingt jetzt ein bisschen abwertend, sag mal, so ein Startertarif, ein Tarif für Leute, die vielleicht ein bisschen weniger, die halt sagen, ich möchte halt einfach keinen Chefarzt oder wie auch immer, ja, dass es für die vielleicht mal was geben wird zum Beispiel. Ja, was wir ungern machen werden, ist, was es bei den heutigen Billigtarifen gibt, ist ja Tarife, die letztlich weniger zahlen als die GKV. Das ist nichts, was ich unterschreiben wollte. Ja. Aber vielleicht kommt irgendwann nochmal ein günstigerer Tarif, das werde ich nicht ausschließen. Gut, es bleibt spannend. Empfehlen würde ich aber allen Menschen in meinem persönlichen Umfeld, sich eher einen besseren Tarif zu nehmen, denn die Gesundheit ist eigentlich das Wichtigste, was man hat. Ja. Merkt man natürlich als junger Mensch noch nicht so unbedingt, aber wenn man die Krankenversicherung braucht, ist man froh, wenn man wirklich gut versichert ist. Absolut, das unterschreibe ich genauso. Das ist eigentlich auch immer so meine Botschaft, wenn man in die private Krankenversicherung wechselt, dann gibt es in meinen Augen nur eine Motivation, und das ist die bessere medizinische Versorgung, beziehungsweise die bestmögliche medizinische Versorgung. Und da sollte man halt nicht auf jeden Cent gucken, sondern auf die Leistungen gucken. Und darauf kommt es ja am Ende des Tages an. Und das ist halt aber auch nicht einfach. Ja? Das macht man halt nicht mit ein paar Klicks im Internet, noch nicht. Ja? Also euer Tarif ist ja fast nahezu komplett online abschließbar. Bei uns ist alles online abschließbar und wir haben auch wirklich hinterlegt die Informationen, die wichtig sind. Und man kann, wenn man sich sozusagen die Mühe macht, kann man das wirklich total durchdringen. Mhm. Ja. Hilft natürlich aber auch immer wieder, wenn Fachleute, die sich auskennen, da einfach das auch mal beurteilen, hilft natürlich dem Endkonsumenten dann in seiner Entscheidung. Ja, wie macht ihr das mit der Risikoprüfung? Läuft die auch? Also wenn ich da jetzt angebe, ich habe jetzt, weiß ich nicht, Heuschnupfen, Allergie oder sonst was? Man landet dann bei uns, wir haben dann einen Risikoprüfer im Fleisch und Blut bei uns sitzen und mit dem telefoniert man dann. Okay. Alles klar. So, was haben wir hier noch? Das Thema Beitragsentlastung im Alter. Wir haben da vorhin mal kurz drüber gesprochen. Relativ komplexes Thema, jetzt nicht nur bei Autonova, das ist allgemein ein komplexes Thema. Kann man das ein bisschen beschreiben? Was bedeutet das hier, Beitragsentlastung im Alter? Was passiert da genau? Und kann man ungefähr vielleicht auch sagen, wovon das dann abhängt, wie viel Beitragsentlastung es später geben wird? Also das rechnen die Aktuare dann einem aus, das ist immer echt komplex, aber im Kern ist es eigentlich einfach. Heute zahle ich ja weniger in der PKV, als ich parallel in der GKV zahlen würde. Und eine sehr einfache Idee ist zu sagen, ich nehme jetzt nochmal einen extra Betrag, sagen wir mal 100 Euro im Monat, den ich noch zusätzlich zahle, wo auch mein Arbeitgeber noch mitzahlt, also was praktisch steuerlich optimiert ist.
Und dafür wird dann ab dem 65. Lebensjahr ein bestimmter Betrag reduziert. Und das rechnet einem Beutetaktor aus. Das hängt davon ab, wie alt ich jetzt bin, wie lange ich diesen Zusatzbeitrag zahle. Und hat den Vorteil, wenn ich dann im Rentenalter bin und vermute, dass ich vielleicht weniger Einkommen habe und auch eine geringere Steuerlast habe, dann zahle ich weniger Krankenversicherung. Und ist von daher auch charmant, weil ich sowohl steuerlich optimiere, als auch diese Sorge mir selber nehmen kann, kann ich mir das alles im Alter noch leisten. Ja, das ist ja mit der Hauptfrage, kann ich mir das im Alter noch leisten? Es gibt ja diese Negativbeispiele, wo man auf einmal im Alter dann über 1.000, 1.200 Euro auf einmal für eine private Krankenversicherung zahlt. Ja, das sind meistens auch die Fälle, von denen man hört, aber von den anderen ganz, ganz vielen, die wenig zahlen, hört man halt nichts. Genau, ja. Selbst die zahlen, muss man da mal reinschauen, die haben dann noch im Krankenhaus Tagegeld. Ja. Die lassen sich dann noch Geld auszahlen, wenn sie krank werden, was man ja als Rentner überhaupt nicht braucht, richtig, weil man ja keinen Einkommensverlust hat, wenn man krank ist. Richtig. Also da muss man immer ins Detail reinschauen, dann klärt sich vieles auf. Ja. Also ich bin ja immer noch, ich würde gerne echt mal irgendwie so eine Talkshow sehen, ja, wo wirklich mal Leute eingeladen werden, wo hier der Michael sitzt und der eine bezahlbare private Krankenversicherung im Rentenalter hat und mit ihm noch ganz viele andere oder auch die Martina, die ihre BU-Rente gezahlt bekommen hat und jetzt happy weiterleben kann und nicht nur das Gegenteil davon, was ein komplett realitätsfremdes Bild erzeugt in den Köpfen der Leute. Ja. Ich habe jetzt nur kurz noch ein Beispiel, was mir jemand geschickt hat. Geht um Erstattung von Hilfsmitteln, ja, also sowas wie Rollstuhl, Krücken etc. Und hier steht jetzt drin, 100% bis 500 Euro werden erstattet, ab 500 Euro eine 100% Leistung nach Zusage, ansonsten 75%. Das bedeutet ja im Prinzip, ihr leistet schon 100%, aber ich muss halt vorher bei euch anklopfen und muss sagen, hey, Hilfsmittel hier XY, wie sieht's aus, passt das? Ja, wenn ich ein Beispiel machen kann, wenn ich einen Rollstuhl brauche, dann haben wir natürlich dann auch Verträge abgeschlossen mit Herstellern, sodass wir einen günstigen Rollstuhl einkaufen, also einen gescheiten natürlich, aber zu einem günstigen Preis. Gleichzeitig sind wir bei einer privaten Krankenversicherung und jeder darf sich selber aussuchen, was er will. Das heißt, wenn ich meinen Platin-Rollstuhl haben will, zahlen wir den natürlich auch, ja? Aber dann zahle ich selber 25% mit. So, jetzt wurden wir gerade rausgeschmissen aus dem Meetingraum hier, deswegen dieser kleine Cut. Wir haben nämlich ein bisschen länger gequatscht als geplant, aber das ist nicht schlimm, denn ich zeige euch jetzt einfach mal ein bisschen, wie es bei Autonova hier sonst so ausschaut. Und dann gehen wir in die Schlussrunde mit dem Roman und ich stelle meine letzten Fragen, die ich noch so habe. Servus! Meine Nachfolger. So, jetzt sind wir im Büro gelandet vom Roman. Ich dachte, das ist auch mal ganz interessant zu sehen, wie denn so ein Startup-Chef oder ein Insurtech-Chef arbeitet. Und wir haben jetzt hier am Ende noch nur ein, zwei Punkte. Wir haben gerade eben noch von dem Platin Rollstuhl gesprochen, wie es da ausschaut. Was mich jetzt noch interessiert, ist das Thema Weiterentwicklung. Also Digitalisierung schreitet ja sehr, sehr, sehr schnell voran. Und jetzt seid ihr ja schon sehr digital mit eurer Krankenversicherung. Ist da jetzt noch irgendwie was Neues geplant? Wird es dabei jetzt erstmal bleiben? Mir ist klar, über solche Sachen kann man nie mehr so direkt offen sprechen. Ja, der Wettbewerb hört ja mit und so weiter und so fort. Aber für 2019 ist was geplant? Ja, selbstverständlich. Also wir haben eine Quartalsplanung und immer wieder starten wir neue Module, neue Ideen. Im Kern geht es hauptsächlich darum, natürlich im ersten Schritt für gesunde Versicherte Themen zu bespielen, Vorsorge, richtige Ernährung, Bewegung, Entspannung. Das sind so die Themen, in denen wir am Anfang uns hauptsächlich interessieren. Warum? Weil unsere Versicherten erstmal gesund sind, wenn sie zu uns kommen und relativ jung, so im Durchschnitt 31 Jahre alt. Über die Zeit werden wir natürlich dann auch immer mehr anbieten für Krankheiten, für chronische Krankheiten.
Genau, weil ich habe es gesehen, du hast ja auch so eine schöne Apple Watch am Handgelenk. Ja, keine Werbung jetzt hier an der Stelle, aber damit kann man ja jetzt auch schon seinen Blutdruck messen und so weiter und so fort. Dass auch sowas interessant ist, dass halt Gesundheitsdaten gesammelt werden und vielleicht dadurch dann Krankheiten früher erkannt werden und dann ein Kunde, der das zum Beispiel nutzt, dadurch dann halt irgendwie, weil Krankheiten früher erkannt werden, dann die Krankheitskosten dadurch natürlich niedriger sind, dadurch einen Boni kriegt im Tarif, weiß ich, keine Ahnung. Also genau, mittelfristig kann man sich das schon vorstellen. Das wird jetzt nicht im nächsten Quartal passieren. Klar. Mittelfristig kann man sich das vorstellen, auch durchaus die Möglichkeit, dass wir zum Beispiel über die App, die wir ja für den Versicherten haben, bestimmte Tools oder Algorithmen anbieten, die eben sowas überprüfen, wo das der Versicherte nutzen kann. Und dann kann man auch die Anbieter dieser Algorithmen oder Apps natürlich dementsprechend entlohnen und sagen, das bieten wir unseren Versicherten an. Mhm. Also sowas wird in der Zukunft sicherlich kommen. Ja, dafür haben wir jetzt mal die Infrastruktur geschaffen. Okay, alles klar. Hier hinten sitzt übrigens der Daniel, ja, den kennt ihr schon von der Instagram-Story, der tut zwar, als würde er hier arbeiten. Ich dachte, er ist so für den Hintergrund ganz, ganz angenehm. Roman, ich bin mit meinen Fragen durch, die ich hier alle hatte. Hast du noch irgendein Thema, irgendwas, wo du sagst, okay, das wäre jetzt vielleicht noch wichtig, das habe ich vergessen, oder das ist für Otto Noah noch wichtig oder allgemein für Menschen, die sich privat krankenversichern möchten? Ja, allgemein ist, glaube ich, das Allerwichtigste, dass wenn ich mich privat krankenversichere oder wenn ich mich krankenversichere, dass ich das nicht heute mache für mich als 27-Jährigen, sondern dass ich überlege, das muss noch für mich stimmen, wenn ich der 72-Jährige bin. Mhm. Ja. Jetzt als 27-Jähriger, sag ich mal, sind wir natürlich auch super, indem wir alles digital haben und ich meine Zahnarztrechnung schnell abrechnen kann und an die professionelle Zahnreinigung erinnert werde. Aber natürlich muss es auch noch als 72-Jähriger passen. Dafür haben wir bei uns Tarife, die langfristig kostenstabil bleiben. Mit haben wir erklärt jetzt, wie das funktioniert. Und da macht es eben auch durchaus Sinn, sich zu überlegen, wenn ich später mal mehr krank bin als heute, ist es vielleicht auch wirklich attraktiver, auch privat krankenversichert zu sein. Ja. Von daher würde ich sagen, nicht immer nur auf den Preis schauen, sondern auch darauf schauen, was will ich an Leistungen, an Dienstleistungen eigentlich dazu haben. Und da sind wir führend. Absolut. Super, schöne Schlussworte. Roman, ich sage nochmal vielen lieben Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Auch dir, ja, für die ganze Organisation, das Rumführen heute. Vielen Dank dafür. Und ich hoffe, das Video, das Interview hat euch gefallen, dass da jetzt viele Infos mit dabei waren, die ihr über Otto Noah jetzt im Vorfeld noch nicht gekannt habt, jetzt aber kennt. Weiterführende Infos, ja, oder wenn ihr noch Fragen habt, hier ist ein Link unter dem Video, kommt ihr zu Otto Noah, könnt Fragen stellen, ihr habt ja einen super Chat-Support, auch am Telefon etc. Oder natürlich auch hier in die Fragebox, in die Kommentare, hier wird sich dann vielleicht mit Sicherheit auch der Daniel oder ein oder andere Mitarbeiter von Otto Noah rumtreiben und auf eure Kommentare antworten. Auch. In diesem Sinne, lasst dem Video noch einen Daumen hoch da, auf alle Fälle, wenn es euch gefallen hat. Und abonniert natürlich noch den Kanal, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Und wir sehen uns ansonsten wieder im nächsten Video. Bis dahin, servus und macht's gut.